Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play LS17. Ja, ihr habt es gerade gesehen, der Drescher ist abgetankt. Wir bringen nochmal das getrocknete Getreide nochmal in unser Lager. Ich glaube, das war auch das letzte, was wir getrocknen, weil das andere brauchen wir alles für die Schweinefutterproduktion. Ah, hier ist auch jede Menge drin, ne? Wir haben bestimmt schon zwei Hänger drin, also locker. Also 30.000 locker müssten hier drin liegen, wenn nicht sogar mehr. Ja. Schön bis nach oben. Sehr schön. So. Den könnten wir eigentlich hier. Wir gucken mal kurz. Ist da noch was drin? Ist da noch was drin? Ja, es ist noch was drin. Weizen ist noch 6.000 drin. Ah, dann können wir ihn ja nochmal darüber fahren. So, dann können wir ihn ja nochmal darüber fahren. Dann kriegen wir auch nochmal knapp 6.000. Ja, dann haben wir da mit dem war das gerade 20. Also an die 30, 35.000 liegen da bestimmt schon. Das ist sehr schön. Also immer so eine kleine Geldreserve, falls wir doch mal Geld brauchen. Die Tiere brauchen es ja auch, unsere Schweine später mal. Das ist aber auch hier echt eng bemessen, ne? Aber es geht besser mit dem Trecker als mit unserem MB-Truck hier. So. Er drischt weiter, das ist sehr schön. Wir wollten, genau, du kannst, bleibst da, dich machen wir mal lose, mit dir fahren wir mal zum, müsste das eigentlich schaffen, zum Händler, genau, zum Händler fahren wir erstmal, da haben wir natürlich auch den schnellsten genommen, naja, ist egal, wir fahren jetzt zum Händler und werden uns einen Ballensammelwagen mieten. Warum mieten? Ja, weil wir werden gucken, wir müssen sehen, wie viel Ballen rauskommen. Und mieten, glaube ich, das lohnt sich mehr, wenn wir es zwei, dreimal machen, als ihn zu kaufen, wenn wir später doch noch mehr Felder machen. Und dann sagen wir, wir machen mal so eine richtige Ballen-Action, wo wir die Ballen direkt auch beim Bauern verkaufen, dann könnten wir das machen. Aber jetzt, wir haben nur 77.000, das ist nicht die Welt. Wir wollen uns auch noch Schweine eigentlich davon kaufen. Deswegen müssen wir uns, mieten wir uns erstmal ein bisschen was. Wir können eventuell kaufen wir uns später ein, das weiß ich aber noch nicht. Aber erstmal mieten wir uns ein und dann gucken wir mal, wie viel Ballen wir rauskriegen, wie viel Ballen wir einlagern können. Vielleicht werden wir auch noch einen Ballen verkaufen, das weiß ich noch nicht. Oder wie viel Stroh die Schweine brauchen, das werden wir auch noch sehen. Deswegen lagern wir erstmal alles ein, dann haben wir Stroh, wir haben Schweinefutter, wir haben getrocknetes Getreide und dann können wir jetzt, wenn die Felder soweit sind, können wir dann die ersten Schweine kaufen. Das ist unsere Wiese, die ist auch schon gut, ne? Die müssen wir auch schon mal wieder nähen, unsere Wiese. Ah, lassen wir erstmal, jetzt brauchen wir erstmal nicht nix, wenn wir dann mal für unsere Schafe, für unsere Silber-Susum-Schafe brauchen wir Silage. Wenn wir da uns mal so eine Rundballenpresse mieten und eine Wickelmaschine dazu, dann können wir das mit abmähen. Aber sonst derzeit brauchen wir das nicht. So, dann gucken wir mal. Shop. 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 So. Ballentechnik, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? So, das ist ja der große, das ist ein Ballenwagen. Hakenlift, was ist das denn eigentlich? Eine Ballensammelwagen erleichtert das Einsammeln von Ballen. Was ist das denn? Ein Ballensammelwagen, okay. Palette. Ist denn das? Das weiß ich gar nicht. Ja, das ist aber auch. So.
16 Ballen. Und wie viel kann der andere? 8 Ballen, ne? Was kostet der denn? Wenn wir ihn mieten? 5000. Ach, das ist okay. Dann mieten wir uns den für 5000. Können wir nichts verkehrt machen. So. Wow. Das ist aber auch ein Geschoss, ne? Oh, das ist unser, der so weit unterhängt, ne? Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet, aber das ist okay. Wow. Jetzt muss aber unser da durch. Aber auf jeden Fall muss er echt kämpfen. Er ist aber richtig am Kämpfen. Aber so richtig. Autostark. Okay. Ich habe noch nie, muss ich gestehen, so einen Ballensammelwagen benutzt. Das war aber gerade eng. Da bin ich gleich mal gespannt, wie weit er sich ausfährt und wie wir die abstellen und wie hoch das wird. Eieiei, das kann ja was werden. So. Das ist aber auch ein Geschoss, ne? Das ist auch ein Geschoss. So. Und welchen könnten wir das dann machen? Sollen wir das mit dem MB-Truck machen? Oh, wir brauchen bestimmt. Habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Gucken wir nochmal. Garage. Gemietet. Nee, PS-Zahl steht nicht. Wir müssten das auch fast mitgehen. Aber der ist mir zu niedrig. Da hängt mir die Achse zu niedrig. Ja, ja. Na, überhol doch. Überhol doch, wenn ich traust. Überhol doch. Na, überholst mich nicht, ne? Traust dich nicht. So. Gucken wir mal. Ah, das Weizen ist auch gleich voll. Dann ist das Feld auch fertig. Das ist sehr schön. So. Aber welchen könnten wir denn? Ja, wir könnten genau. Wir können mal gucken, wo der Buber dran hängt. Ob der da genauso tief ist. Ich glaube, ja, der ist nicht so tief. So. Dann wollen wir gleich mal auf unser Hof fahren. Alter, hier kriegen wir Mais ohne Ende runter. So. Ja, diese Ecke da immer, ne? Die ist echt schlimm. Und wir haben den da immer noch nicht aufgestellt, den verbackten, ne? Das muss ich auch noch machen. So. Lassen wir dich mal runter. Dich nicht, ich auch nicht. Dann testen wir dich jetzt mal. Rum. Ich glaube, hier ist es nicht. Ah, okay. Sieht fast genauso aus, ne? So, gucken wir mal. Was ist denn los? Krieg ich den nicht dran? Doch. Also sieht aber auch nicht besser aus. Naja. Müssen wir den aufklappen? Mal. Gerät wechseln. B. So, dann wollen wir mal gucken. Jetzt geht's los. Alter Falter. So. Ja, diesmal sind es mehr Ballen, glaube ich. Letztes Mal waren es nur 10. Wollen wir mal gucken, wie viel Ball mal diesmal rauskriegen. Okay, wir müssen genau so treffen. So. Aber da würde ich fast sagen, da brauchen wir mal ein Foto von, ne? Da brauchen wir mal ein Foto von. Ne, das aus und das aus. F9. Karte weg. Und wo war das denn? Fotodruck. Genau. Schönes Foto machen wir hier nochmal. Auch ein Foto. Sehr schön. So, und weiter geht's. Da haben wir schon 4. Boah, da ist er aber ein Kämpfer. Also mit 16 Ballen. Entschuldigung, Entschuldigung, Nachbar, Entschuldigung. Das wollte man natürlich nicht. So.
Zeug. 6. Ja, sind diesmal mehr Ballen, ne? Weil wir haben auch, glaube ich, diesmal das erste Mal die Wiese, bevor wir sie gemäht haben, auch ein bisschen gestriegelt. Erstmal die ganze Unkraut raus, dass das Gras besser wachsen kann. Okay, da war noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. So. Boah, der kämpft echt jetzt schon, ne? So. Das wird jetzt aber da ein bisschen ein Problem werden. Wir müssen unseren Drescher abtanken. Und der ist auch schon fertig, ne? Der ist auch schon fertig. Das ist sehr schön. Ne, da geht's noch weiter. Ist noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ich habe nichts gesagt. Oh, den lassen wir jetzt nochmal schnell abtanken. Weiter geht's. Wie viele Ballen kriegen wir denn da raus? Das ist ja jede Menge. Letztes Mal haben wir nur 10 rausbekommen. Das sind ja jetzt schon mehr. Oh, er kämpft, er kämpft. Er hat echt durchdrehende Reifen, ne? Ich glaube, wir brauchen gleich irgendwas Stärkeres. Er ist total am Durchdrehen. Die Reifen. Da waren aber echt 16 Ballen hier rausgekommen. Nee, tue ich nicht. Da ist noch einer. Das ist schön. Da haben wir wenigstens akkurat. Aber boah. Er kämpft, ne? Er kämpft aber so richtig. So. Dann fahren wir die jetzt mal rein. Wie viel haben wir denn jetzt? 16? Echt 16 Ballen? Er zeigt es ja unten an, ich brauche gar nicht 10. 16 Ballen, letztes Mal haben wir nur 10 oder nee, 9. 9. 5 Stück mehr, alter Falter. So, dann müssen wir gleich mal gucken, wie das geht, das Abladen. Das weiß ich gar nicht. Klappen wir die auf oder klappt er das hin? Das sehen wir gleich. Fahren wir dich erstmal vom Feld. So, du bist. Ich muss mal zur Seite fahren. So. Wo ist. Ey, genau. Alter, Alter, der ist. Der muss richtig arbeiten, ey. So. Die Innerhalle direkt abladen, das glaube ich nicht, das ist zu hoch. Das ist zu hoch. Wir müssten sie hier abladen, ne? So, gucken wir mal. Ballen entladen. Z. Was passiert denn jetzt? Okay. Okay. Gut, damit werden wir nicht reinkommen. Wie holen wir die denn runter? Alter Falter. An der dieser Stelle entladen. Ah, komm, dann machen wir das. Zack. Zusammenklappen. Alter Falter. Okay. Wie kriegen wir die da runter? Das ist die nächste Frage. Wir hätten die mal woanders hinstellen sollen, ne? So, und... Nicht dagegen fahren, bitte nicht dagegen fahren. So, zack. Oh, weit ausholen, dass wir hier rumkommen. Es war klar. Es war so klar. Und weit rüber. Und ganz nach außen. Sehr schön, da haben wir das. So. Du bist fast fertig. Das ist sehr schön. Na komm, jetzt nehmen wir dich mal. Da, Getreidetrocknung ist leer. Das ist auch okay.
So, wo war denn unser Gewicht? Unser Gewicht war hier. Da bin ich ja jetzt gleich gespannt, ob wir da hochkommen. So, jetzt brauchen wir dich. Mist. Kommen wir jetzt echt nicht ran. Ey. Du standst doch gerade richtig. Sehr schön. Hat doch geklappt. So. Aber ich würde sagen, wir sehen das in der nächsten Folge, wenn ihr sehen wollt, wie ich diese Ballen, diesen Ballenstapel von da oben hier reinkriege, dann schaltet in der nächsten Folge ein. Ich sag euch danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge zu Let's Play LS17 auf der Map Silbersusum. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.